Seid ihr überhaupt noch Embryo und verpiss dich, wer bist du überhaupt? Ne? Das sind schon auch so Sprüche, die ich einfach erfahren musste, die mega wehgetan haben, aber die auch wichtig waren, weil ich einfach mich selbst auch stabilisiert habe in dem Bewusstsein, was ich bin oder was ich sein will und wofür ich lebe. Und je mehr ich in diese Rolle reingewachsen bin, desto weniger kamen solche Sprüche. Und je mehr ich drin bin, desto begeisterter sind die Menschen. Und ich kriege wirklich Briefe, viele Briefe von Menschen, die sich bedanken und sagen, danke, dass du das weitermachst. Ich bin 1985 in die Gruppe Embryo reingeboren, hatte die Ehre, in diesen Musikkosmos reingeboren zu werden und bin tatsächlich mit sehr viel außer- und innereuropäischen Musikerinnen und Musikern groß geworden, die regelmäßig bei uns waren und uns besucht haben. Und unter anderem Ramamani, Tias Mani aus Indien oder die Yoruba-Musiker aus Nigeria. Die haben mich sehr geprägt. Also viele kennen Embryo nur aus den 70er Jahren, dieses Krautrock und alles andere wissen sie gar nicht, dass es das eigentlich auch viel länger und viel prägender war und auch mein Vater viel mehr interessiert hat letztendlich, weil es filigraner war, auch was verschiedene Tonsysteme angeht und so weiter. Ne? Embryo war eine der ersten Bands, die die ja irgendwie Murzin-Gesänge in Rocklied verwoben haben. Und mein Vater hat damals schon gesagt, er hat dann irgendwelche Briefe, oder ja, Briefe waren das ja, oder Anrufe bekommen. So. Der soll es sofort aufhören, sonst kommt er in Schwierigkeiten, weil es ist Gotteslästerung, was er macht. Und dann gab es ja auch diese vielen Geschichten. Er hat ja auch oft sehr politische... Also ich finde Embryo auch sehr politisch, auch wenn man, das ist jetzt keine Politband in der Hinsicht, aber so von ihren Statements und von ihren Dingen, die sie machen und gemacht haben, das ist schon sehr politisch. Und er hat ja damals diesen Text geschrieben, dieses Lied geschrieben, Spain yes, Franco no. Und das hat dann als Auswirkung gehabt, dass er in die Grenze gar nicht, also nicht über die Grenze gelassen wurde. Da waren ja damals noch die Grenzen zwischen Österreich, Frankreich, Spanien und so. Und da sind sie damals nach Tunesien gefahren. Das war, glaube ich, Embryos Rache, die Platte, genau. Ja, und ich bin ja eben eigentlich in diesen Ethno, was kann man sagen, aber in diesen außereuropäischen Musikerinnen-Sound reingeboren worden. Und habe hauptsächlich Embryo damit kennengelernt, als ich mit 14 oder 15 Jahren dann eigenständig Sachen aus den 70ern entdeckt habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Dachte mir, was? Ich dachte, so eine Musik ist verboten. das war so schon so eine Offenbarung und ich habe Feuer und Flamme dafür dann empfunden, für diese Musik. Und in dieser Musik hat für mich so viel Lebenslust mitgeschwungen, die ich in dem Moment total stark gespürt habe als Teenager, also 15, mit 15, 16. Und mit Anfang, Mitte 20 habe ich so junge Typen kennengelernt in München, die genau so einen Sound gemacht haben, in so einem Keller. Und das war Karawa. Und da von dieser Band sind auch zwei jetzt bei Embryo dabei. Und wir haben uns so kennengelernt und die waren total viel mit meinem Vater unterwegs und die haben voll viel von uns gelernt und ich habe total viel von denen mitgenommen. Und letztendlich bin ich zwar da reingeboren, aber das war doch meine eigene Entscheidung. Mein Weg ist halt zufällig auch genau wieder auf den gleichen Weg gestoßen, wie auf den mein Vater gewesen ist die ganze Zeit. Und dadurch war das total schön, auch dieser Moment zu merken, ich habe das nicht alles irgendwie gemacht, weil es von mir verlangt wird, sondern ich bin wirklich so meinen Weg gegangen. Und was für ein Geschenk, dass das der Weg war, auf dem mein Vater eigentlich die ganze Zeit gefahren ist. Und genau. Als mein Vater krank geworden ist und ich so nach und nach Embryo übernommen habe, also das war ja, wir waren ja relativ symbiotisch zusammen unterwegs, mein Vater und ich. Also seit ich 16 oder 17 bin, also mein erstes Konzert hat mit 11 Jahren stattgefunden. Also ich bin groß geworden mit Instrumenten um mich rum und ich durfte auch alles anfassen, alles spielen. Und ich hatte so einen Offenbarungsmoment, als ich habe immer so eigene Lieder mir ausgedacht und so vor mich hingesungen.
Und irgendwann bin ich ans Klavier und habe versucht, diese Melodie, die eigentlich also für mich auch so vom Kosmos kam, weil ich hatte sie ja nicht greifbar, das ist ja eigentlich eine abstrakte Geschichte, Musik, ne? Dann kam die einfach zu mir und ich habe versucht, die ins reale Instrument zu übertragen, aufs Klavier, und habe es geschafft. Und es war so ein magischer Moment, dass ich also mit 7 oder 6 verstanden habe, man kann aus Abstraktem Realität machen. Das war für mich unfassbar besonders und wichtig. Und ich habe einfach sehr oft dann, als ich angefangen habe, Musik zu machen, gespürt, wie ich emotional da mitschwinge und wie wichtig das also so für mich ist. Ja? Aber ich habe es nie studiert tatsächlich, und ich habe Musik-LK machen wollen in der Schule und dann ziemlich schnell gemerkt, dass da zu viel Druck dahinter ist, den ich nie bekommen habe von meinem Vater. Also der war immer mega frei und hat mich alles machen lassen. Und deswegen spiele ich auch so viele verschiedene Instrumente, weil er mir diese Freiheit immer gegeben hat und niemals gesagt, du kannst es nicht spielen, wenn du nicht ordentlich übst oder so, oder du hast kein Recht, keine Ahnung. Genau, und als ich 11 war, ich bin immer mitgekommen in meinen Schulferien auf Musiktourneen von Embryo. Ich bin dann auch auf dem Bus geschlafen und habe die Konzerte nur am Anfang mitgekriegt. Dann habe ich mich im Bus gelegt oder auf der Bühne geschlafen, als ich ganz klein war. Ich muss dazu sagen, meine Mutter hat sehr darauf geachtet, dass ich so meine Regelmäßigkeit habe und dass ich auch ja, das mit in die Schule gehen und so. Ne? Und einfach, mein Papa war sehr oft weg. Aber in den Ferien bin ich eben immer mitgekommen, und es war eine Marokko-Tour und wir sind irgendwie zu 10 losgefahren, und im Laufe der Tour sind immer mehr Leute abgesprungen. Die einen sind krank geworden, die anderen haben abgelaufenen Pass gehabt, die anderen sind durchgedreht. Irgendwie, es war echt so, irgendjemand, also es war voll die abgefahrene Tour. Und dann sind wir an einen Ort in Spanien angekommen, dann waren wir irgendwie nur noch 3, oder die waren nur noch 3, Embryo. Und dann haben sie gefragt, also Christian, du hast gesagt, ihr kommt zu 8, so, das geht gar nicht. Und dann meinte mein Vater, jetzt musst du einsteigen, Maria. Und dann habe ich da an diesem Strand mein erstes Konzert gespielt, und es war schon eine besondere Erfahrung auch. Dieses Erlebnis, das man bei Embryo hat, wenn man neu einsteigt als neuer Mensch, der noch nie mitgespielt hat, dass man einfach so integriert wird. Ja? Also das ist so auch so ein Idealbild für mich, wenn jemand einfach neu ist in einer Gesellschaft, dass man ihn einfach aufnimmt so. Und dass er sich einfach wohlfühlt, ne? Und dass man auch nichts falsch machen kann. Und das ist eine Sache von Embryo, die ich immer noch weiterführe und weiterlebe. Und auch einfach, dass wir so dieses antikapitalistische System, dass man einfach nicht perfekt sein muss, dass nicht alles super exakt sein muss, sondern dass es in Ordnung, wenn man so ist, wie man ist einfach. Und diese Freiheit für Fehler, und dass man schon schaut, dass man natürlich in einem Rahmen sich zusammenfindet, weil sonst passiert es ja nicht, aber dass man in diesem Rahmen wirklich so versucht, gegenseitig die Freiheit zu lassen. Genau, also das ist geblieben, und das ist mir ganz wichtig. Und alles andere ändert sich natürlich ständig, weil Menschen sterben, Menschen werden neu geboren, und das ist so ein Kosmos, finde ich, den man irgendwie, das, der schön ist, den weiterzugeben. Ja, heute spielt ja auch zum Beispiel die Adjoba, die hat mir geschrieben, ah, ich habe mit Edgar Hoffmann zusammen gesungen, und Edgar Hoffmann hat ja mit meinem Vater Embryo gegründet. Mein Vater hat mit Edgar Hoffmann damals gespielt, erstmal so Contemporary Trio mit Dieter Serfers, und dann ist er durch Dieter Serfers, der in München studiert hat, Kunstgeschichte, ist er nach München gekommen, hat dann am Modul kennengelernt. Mein Vater hat dann mal Valjean kennengelernt in Erlangen, hat eigentlich 2 Jahre nur Jazz-Vibraphon gespielt mit ihm, aber zeitgleich eben Amandül kennengelernt, mit denen gejammt und dann so für sich auch beschlossen und ganz viele Jams gehabt in München, da ging es ja irgendwie auch voll ab. Da waren ja total viele amerikanische GIs, die auch alle super gut Jazz gespielt haben, wie zum Beispiel Jimmy Jackson, der Wahnsinns-Orgelspieler, der auf sehr vielen Embryo-Platten auch drauf ist, wo oft gar kein Bassist drauf ist, weil er einfach mit links einfach die Orgel gemacht hat, oder mit Fußbass, mit Hammond-Orgel, ne? Voll die geilen Aufnahmen. Genau, den hat er auch da getroffen im Tambourine's Man oder so, das waren so verschiedene Läden in München. Da ging es echt ab irgendwie, im Gegensatz zu Jens. Nein, Quatsch, es geht halt anders ab.
jetzt ist das Ding halt, dass wir super viele tolle Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt haben, ja. Also das hatte man damals, glaube ich, noch nicht so in dem Maße. Also deswegen sind die damals mit 3 Bussen nach Afghanistan gefahren. Es gab kein Internet, es gab ganz rare Aufnahmen, aber die hat man fast nirgends gefunden. Und zu so einer Zeit sind die nach Afghanistan gefahren, nach Indien. Und das ist schon sehr besonders, was man einfach erlebt, wenn man erstmal hinfahren muss. Und dann, mein Vater hat dann noch sehr viele Musiker und Musikerinnen aus den verschiedenen Ländern immer eingeladen. Und dadurch haben die wiederum Kontakte geknüpft. Also mein Vater war ein ganz großer Kontakteknüpfer und hat echt auch immer, also wie gesagt, diese Plattform auch, sich kennenzulernen und dann auch Möglichkeiten anderen zu eröffnen. Ne? Und Embryos sind wie, also man kann es auch schon echt so wie so einen Baum sehen, der dann so verschiedene Zweige hat. Und sind so viele verschiedene Bands daraus entstanden, auch aus Embryo. Und ja, es ist echt spannend, wie viele verschiedene Leute sich da getroffen haben und dann sich neu formiert haben und neue Bands gegründet haben und so. Und wie mein Vater halt dieser treibende Motor war, das die ganze Zeit durchzuziehen. Und genau, ich bin dann immer wieder dabei gewesen, eigentlich fast kontinuierlich, aber habe schon auch meine eigenen Sachen gemacht. Wie gesagt, ich habe die Caraba-Jungs kennengelernt, war eher dann mit Caraba unterwegs oder mit so einer Brassband war ich viel unterwegs und habe dann auch lange in einem Theater gearbeitet, in einem freien Theater, mit dem wir nach Brasilien gefahren sind, nach Perm, wo ich die Musik live gespielt habe. So ein bisschen Living Theater, theatermäßig auch. Und bin immer wieder, habe so versucht, alles Mögliche zu machen, aber immer bei meinem Vater auch dabei zu sein. Und ich hatte mit meinem Vater sehr symbiotische Momente. Also das war echt so, wir haben so zusammen was gespielt und ich habe auf einmal etwas gedacht. Und in dem Moment, wo ich daran denke, an eine andere Melodie, spielt er sie oder so. Und es waren so intensive, schöne Momente, die kann man nicht so schnell lernen, die muss man erfahren. Und ja, und der ist auch langsam halt immer kränker geworden und ich habe einfach sehr viel übernommen mit der Zeit. Es ging so ganz organisch über. Ich habe dann LKW-Führerschein gemacht, dass ich diese großen Teile fahren kann. Seine Sicht wurde schlechter, weil er ist nie zum Arzt gegangen. Und es wurde, also seine Sehstärke war einfach sehr, sehr schlecht. Und dann bin ich halt immer gefahren. Und seine letzte Tour 2016, da sind wir nach Marokko gefahren zusammen. Es war auch eine richtig große Tour. Und es war kurz vor Marokko, weil Marokko war sein Lieblingsland. Der ist immer, wollte immer nach Marokko. Und alle haben wie schon gespürt, irgendwas ist. Und es geht dem Ende zu. Und er wollte aber unbedingt nach Marokko. Und dann dachte ich mir auch so, also entweder ich bleibe zu Hause und er kommt dann ins Krankenhaus oder stirbt hier oder wir fahren nach Marokko und er stirbt in Marokko. Irgendwie denkt man sich dann so, ja, wenn jemand sich das so wünscht, dann macht man es halt. Auch wenn man weiß, es ist irgendwie nicht so, es kann auch nicht so gut ausgehen. Und da hat er eben den Schlaganfall bekommen, dann kurz vor Marokko. Und es war ein sehr harter Schlag für mich, weil einfach mein Vater war einfach ein sehr, sehr, sehr beweglicher, wahnsinnig energetischer, kräftiger Mensch. Also er war mega zierlich und dünn, aber von der Energie war er, ist er einfach explodiert. Und es war sehr heftig für mich, dass er sich dann einfach eigentlich nur noch halb bewegen konnte. Genau, dann haben wir ihn 2 Jahre gepflegt mit meiner Mutter und ich habe eben Embryo weitergemacht. Und da habe ich ihn eben auch gefragt, soll ich das nicht anders nennen? Irgendwie ist es schon anders mit mir. Ne? Es ist einfach, er hat einfach noch eine extremere Energie gehabt, eine extremere Einstellung. Und natürlich kommt es auch mit der Zeit. Ich glaube, bis man 70 Jahre alt ist, entwickelt man sich ja auch weiter. Und ich war gerade mal 29. Das ist einfach was anderes. Dann bin ich in einer anderen Generation. Ich bin weiblich. Es ist alles anders, aber trotzdem haben wir so viele Ähnlichkeiten. Und dann habe ich ihn eben gefragt, soll ich das nicht anders nennen? Soll ich Embryo, wenn ich Embryo weitermache? Und er hat das gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Es ist immer noch Embryo. Ja, und dann so kam das. Weil sein Argument war, kein anderer außer du hat das Recht, es weiterzumachen, weil du bist damit wirklich groß geworden.
Und sein Argument war so, du hast von den großen Meistern gelernt. So, er war immer so, auch so Meister. Er hat immer so seine Meister auch genannt. Bimal Waljon, der Pianist, Jazzpianist von Billie Holiday und Coltrane, den er immer eingeladen hat, ganz treu bis zum Schluss. Und so wie in der indischen Musik und der afghanischen Musik, man nennt immer seinen Meister. Das ist ganz wichtig. Und da ich auch schon von Mayal gelernt habe und von den ganzen indischen Meistern und afghanischen Meistern, hat er einfach gesagt, es ist also sozusagen auch wie so eine Lehre, die ich einfach gemacht habe. Und dass es eben nicht so eine Erbegeschichte ist, ja, ich übernehme jetzt das Erbe und ich tue jetzt so, als ob Embryo genauso ist. So ist es halt eben nicht. Viele checken das nicht, wenn sie sowas kritisieren oder wenn sie so von außen das sehen. Die verstehen gar nicht, wie verwoben das alles ist. Und dass ich schon seit ich 11 bin mitspiele und nur weil mein Vater jetzt gestorben ist, sozusagen, ich nicht deswegen mitspiele, sondern das ist echt schon so ein Teil, das ist mein Leben lang. Also das verwirrt Leute oft. Und weil auch für viele eben Embryo so die 70er sind. Und das, diese Nostalgie. Und ich will die Alten und ich will die alte Musik und das ist einfach nicht mehr cool. Ich keine Ahnung, ich kann... und wir spielen ja auch nach wie vor mit alten Embryonen, aber ich finde, wenn es sich bei manchen Abenden nicht so anfühlt, dann finde ich, sollte man es nicht erzwingen. Dann ist es einfach, wie es ist. Es sind einfach so geile, neue, junge, motivierte Musikerinnen und Musiker da, die ich, worüber ich so glücklich bin. Und es wäre so schade, wenn wir das noch erzwingen würden jetzt, in bestimmten Abenden ist es ja auch so, ne? Also es kann auch sein, dass der Michi Wehmeyer heute ein Stück mitspielt. Aber das jetzt so erzwungen, ihn dann reinzusetzen in unseren Kosmos, den wir jetzt seit ein paar Jahren einfach miteinander entwickelt haben, es ist so ein bisschen schade, dann gewinnt das nicht dazu, dann nimmt es dem irgendwie eher was weg. Und genau, deswegen, ich bin nach wie vor begeistert, mit Musikern von früher zu spielen, aber eben nur, wenn die Energie da ist und wenn es passt und nicht, weil es so sein muss oder weil das halt so dieses Prestige-Ding. Hey, Roman Bunker von damals, Michael Wehmeyer von damals. Ah, jetzt ist es Embryo. Wisst ihr, wie ich meine? Also Embryo ist sozusagen eher so ein Kosmos, der einfach weiterlebt. Und so hatte sich mein Vater ja auch irgendwie gewünscht, dass es eben weitergeht. Er hat immer gesagt, Unkraut vergeht nicht. Krautrock passt doch dazu. Ja, und klar, und die Leute, die auch immer bei den Beschreibungen, es ist immer schwierig, ne, sagen sie Krautrock und dann irgendwie Ethno-Jazz und dann irgendwie, es ist halt einfach, ist ganz interessant. Ich habe ein paar Mal sogar schon gelesen, sie benutzen Embryo schon als eine neue Musikbeschreibung. Also auf der Fusion zum Beispiel durfte Embryo nie spielen, es war denen zu freaky, zu punky, whatever, keine Ahnung, zu verplant, als mein Vater noch gelebt hat. Und dann lese ich aber im Programm kurz vor Corona, ja, und wem Embryo gefällt, das ist Embryonesque oder so. Also das wird schon richtig so als Musikstil verwendet, was ich ganz witzig finde. So, mal schauen. Ja. Ja, das hat mein Vater auch gesagt. Also er hat ja mit Jimi Hendrix gespielt, in Fehmarn, auf Fehmarn. Beziehungsweise direkt nach Jimi Hendrix auf dem gleichen Festival, wo sie alle einen Scheck bekommen haben, der nicht gedeckt war. Das war voll das crazy, voll die crazy Geschichte. Und er meinte auch, dass Jimi Hendrix hat so geil gespielt. Und er hat so geil improvisiert. Und er hat angefangen, einfach ein freies Stück zu spielen. Und die Leute haben gegrölt. Hey Joe, wir wollen Hey Joe hören. Oder... keine Ahnung, Foxy Lady. Und mein Vater dachte ich so, was ist das für ein Scheiß? Was hast du noch für eine Freiheit, wenn du so vermarktet bist und wenn du so berühmt bist, dass du nicht mehr frei sein kannst, selber zu spielen, was du willst. Und das war auch so ein das war auch, glaube ich, so diese Momente, wo er beschlossen hat, er will einfach nicht in diese Vermarktungsgeschichte rein, weil er einfach dann keine Freiheit mehr hat und dem ist er sich für immer treu geblieben. Er ist für immer underground geblieben.